Nochmal von vorne. Ich bin Hendrik Lehmann, ich bin vom Tagesspiegel. Freue mich, euch hier das Projekt Radmesser heute vorstellen zu können. Und das Projekt Radmesser läuft seit 3 Monaten, entwickelt wird seit Anfang Mai und es hat ein ganz einfaches Ziel, nämlich wir wollen versuchen, Sensorjournalismus auf die Straße zu bringen und dadurch den Berliner Radverkehr besser zu machen. Warum? Ist ganz einfach, es fahren so viele Leute Fahrrad wie schon seit 1950 nicht mehr, davor waren es mal noch mehr und es gibt dabei aber ein großes Problem. Es gibt nämlich kaum relevante Daten darüber. Über was gibt es Daten? Es gibt eigentlich nur Daten darüber, wenn Leute schwer verletzt sind. Wenn Leute schwer verletzt sind mit dem Fahrrad auf der Straße, weil sie angefahren wurden, weil sie gefallen sind, was auch immer, dann wird das erhoben. Wir haben immer gesagt, naja, diese Statistik des Todes und der Schwerverletzten hilft aber Leuten auf der Straße wenig. Worüber es keine Daten gibt, ist über das eigentliche Verhalten auf der Straße. Denn Radfahrer teilen sich nun mal die meiste Zeit mit Autos, wenn sie nicht auf dem Radweg fahren. Darüber gibt es allerdings gar keine Daten. Wie viel Abstand halten die zueinander, wie bewegen die sich, wie schnell sind die, an welchen Stellen. Also dieser fließende Verkehr, der ja eigentlich es ausmacht, auf der Straße zu sein, ist kaum abgebildet. Und dabei sind wir auf ein Hauptproblem gestoßen, dem wir uns dann annehmen seitdem, nämlich, wenn man Leute fragt, vor was sie am meisten Angst haben Verkehr als Fahrradfahrer, dann ist es meistens der mangelnde Sicherheitsabstand. Eigentlich ist es nämlich sehr einfach, wenn Autos Fahrradfahrer überholen, müssen sie rechtlich 1,5 Meter Abstand halten. Dazu gibt es ganz viele Musterurteile, es wurde immer wieder bestätigt. Wenn diese Leute älter sind oder ein Kind dabei haben, müssen sie eigentlich sogar 2 Meter Abstand halten. Und wenn ihr euch jetzt mal so überlegt, ihr fahrt mit dem Fahrrad auf der Straße und denkt so drüber nach, wie ihr da manchmal überholt werdet, war unser Eindruck, das passiert meistens nicht, dass 1,50 Meter Abstand gehalten wird. Nun ist es aber leider gefühlte Sicherheit und gefühlte Sicherheit hat nun mal das große Problem, dass sie nicht belegbar ist. Was machst du also, wenn die meisten Leute angeblich sich nicht trauen, Fahrrad zu fahren, weil sie so eng überholt werden, aber du kannst es überhaupt nicht beweisen und es gibt auch niemanden, der es kontrolliert. Dann dachten wir uns, naja, die Fahrradfahrer fahren ja, wenn man sich jetzt irgendwas überlegen könnte, dass die messen können nach links und rechts, welche Abstände da gerade so gehalten werden, dann könnten wir auch messen, was passiert, wenn ein Auto vorbeifährt. Zum Beispiel hier dieser beispielhafte Ferrari. Wie viel Abstand hat der gehalten? Dann dachten wir erst, naja, dann bauen wir so eine App, die wir auf den Lenker tun und die macht dann Fotos und dann gucken wir, wie eng die Leute vorbeigefahren sind. Das geht nicht, das wird irgendwann gehen, wenn sowas wie iPhone X massentauglich geworden ist, also wo man genauere Abstandsdaten in Bildern abschätzen kann, das geht zurzeit aber nicht. Also hatten wir eine einfache Idee, wir könnten das ja mit Ultraschall messen, Ultraschallsensoren sind eigentlich sehr billig, in denen kann man sehr gut Abstände messen und für das, was wir wollen, nämlich Abstände bis 3-4 Meter, das darüber interessiert uns ja eigentlich nicht, sind die auch ziemlich genau. Dann haben wir angefangen zu überlegen, okay, wir bauen so einen Ultraschallsensor ans Fahrrad, dann können wir ja messen, wie viel Abstand nach links ist. Dann sind wir ziemlich schnell auf das Problem gekommen, dass ein Ultraschallsensor schlecht abschätzen kann, ob man wirklich überholt wurde. Denn das geht nur, wenn man weiß, ob derjenige, der links vorbeigefahren ist, von hinten nach vorne kam oder von vorne nach hinten. Also man selber zuerst rechts am Auto vorbeigefahren ist. Das bedeutet ja einfach nur, dass man an der Ampel zum Beispiel sich rechts vorbeigeschlängelt hat. Deswegen, ihr seht da den Sensor. Es gibt 2 Ultraschallsensoren auf der linken Seite. So können wir sozusagen automatisch sehen, ob man überholt wurde oder ob man selber überholt hat. Und es gibt einen dritten, den seht ihr gerade auf dem Bild nicht. Auf der anderen Seite, weil damit wollen wir sehen, wie viel Abstand halten denn die Fahrradfahrer nach rechts, wenn sie an stehenden Autos vorbeifahren, denn wir glauben, dass es da einen großen Zusammenhang geben könnte, wie weit rechts man fährt und wie eng man überholt wird. Und könnten wir herausfinden, dass es korreliert, also dass man je weiter man an den parkenden Autos entlang fährt, desto enger wird man überholt, dann könnten wir den Leuten ganz klar sagen, hey, schaut mal, ihr fahrt nicht nur rechts und geht damit das Risiko ein, in plötzlich geöffnete Autotüren zu rauschen, sondern ihr werdet deswegen auch noch tendenziell dichter überholt. Das Ganze ist ein Kasten, ein vorgefertigtes Plastikgehäuse mit 3 Ultraschallsensoren. Ich zeige auch gleich noch, wie es innen aufgebaut ist.
Jetzt brauchen wir dazu aber noch was, nämlich ein Smartphone, das vorne auf dem Lenker montiert ist. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Jetzt dachten wir dann erstmal natürlich, ach, das ist ja super, jetzt können wir es mit Ultraschallsensor machen, brauchen wir kein Smartphone mehr. So einfach ist es aber auch nicht. Es gibt nämlich, wenn man sich die echte Welt anguckt, ziemlich viele Fälle, wo einen etwas anderes überholt als ein Auto. Ganz einfaches Beispiel, das überholt einen anderer Fahrradfahrer. Würden wir den jetzt automatisch messen, als ich wurde eng überholt, dann wäre es keine sonderlich interessante Aussage, wenn wir nicht wissen, ob es ein Auto ist. Es kann aber auch sowas sein wie eine Taube oder man kann auch stehen und es überholt einen in einer bestimmten Geschwindigkeit einen Jogger. Auch das würde dann auslösen. Das heißt, wir haben ein Handy dazu, darauf läuft eine App, die ist mit Bluetooth mit dem Sensor verbunden und dann können wir das Ganze erheben. Und zwar, um genau zu sein, so. Das ist der Aufbau vom Sensor, der besteht aus einem Arduino Nano in der Mitte. Die kosten so 6 Euro, wenn man viele davon bestellt. 3 Ultraschallsensoren, einer handelsüblichen Powerbank, wie ihr sie kaufen könnt, um Smartphones aufzuladen. Die kosten ungefähr 5-6 Euro, wenn man mehrere davon bestellt. Ist keine besonders teure. Ein Bluetooth-Modul, was an den Arduino Nano angeschlossen wird. Und das kann sich dann mit dem Handy verbinden. Das Handy macht noch mehr andere clevere Sachen. Es hat erstens die Location, das heißt, wir wissen, wo sind die Leute in dem Moment, wo sie eng überholt werden. Wenn jetzt viele Leute an einer Stelle langfahren, können wir dadurch irgendwann messen, wo die besonders gefährlichen Stellen sind. Und dann hat es aber eben eine Kamera, das Handy, und zwar eine ziemlich gute bei den meisten. Das heißt, in dem Moment, wenn man jetzt von hinten links überholt wurde und der Ultraschallsensor das gemessen hat, der misst ungefähr 20 Mal pro Sekunde im Durchschnitt, dann wird ein Foto ausgelöst und auf diesem Foto erkennt hinterher ein Machine Learning Algorithmus per Bilderkennung, was da jetzt drauf war. Das ist ein sehr einfacher, den gibt es Open Source, den kann man benutzen. Der kann nur 5 Sachen. Der kann sehen, ist es ein Auto, ein Fahrradfahrer, ein Mensch, ein Laster, ein Roller oder ein Bus, 6 Sachen. Und damit können wir erstens sagen, war das wirklich ein Auto, was überholt hat. Zweitens können wir, wenn es gut klappt, sogar hinterher auseinanderhalten, ob es ein Auto war, ein Bus oder ein Laster. Denn die meisten gefährlichen Unfälle in Berlin waren ja zum Beispiel in letzter Zeit mit Lastern von Fahrradfahrern. So, das Ganze wird am Ende von der Fahrt hochgeladen über die App. Die Leute müssen es selber hochladen, die müssen selber die App sagen, meine Fahrt ist fertig, ich lade es hoch. Das war uns relativ wichtig, weil dadurch erstens die Leute selber aktiv entscheiden, ich spende diese Daten für dieses Beispiel und nicht automatisch da irgendwas hochgeladen wird. Und zweitens, weil das ihr WLAN ermöglicht zu benutzen. Das sind nämlich schon bei längeren Strecken ein bisschen größere Datenmengen, 10, 15 Megabyte und manche Leute haben ja schlechte Handyverträge. Das heißt, sie können dann warten, bis sie im WLAN sind und die Fahrten erst dann hochladen. So, wir haben dann die erste Fahrt damit gemacht. Die ging damals vom Funkturm zum Kotti. Das hat Michael gemacht, der leider heute zu seinem Glück im Urlaub ist, sonst würde der hier mit vorstellen. Der war sehr traurig. So, und da seht ihr jetzt, was dann gemessen wurde. Also in diesem Scrolly-Telling-Format, das könnt ihr euch auch online angucken. Jeder rote Punkt ist ein Überholabstand. Da jetzt 1,28 Meter, 1,05 Meter, da wird es schon brenzliger. Und wir haben dann eben sozusagen in dem Fall das auch mit einer Kamera gefilmt und dann aufgenommen, was waren das für Situationen, damit wir es beschreiben können. Diese erste Geschichte lasse ich jetzt noch mal ein bisschen laufen. Nebenbei, da sieht man die Abstandsdaten, so sieht das ungefähr aus, wenn man es hoch auflöst, links, rechts, sieht man, da ist er gerade an der Ampel vorbeigefahren, hier viele parkende Autos. Das Ganze ist ein bisschen bunt erzählt, weil diese Daten alleine natürlich ein bisschen langweilig wären, für Leute anzuschauen. Diese Geschichte war so erfolgreich, wie wir uns niemals hätten träumen lassen können. Das ist nachts, als wir es online gestellt haben, sofort über irgendwelche Fahrradverbände in Süddeutschland gefunden worden. Keine Ahnung, wie wir es geschafft haben und vertwittert worden. Wir mussten Social Media selber kaum noch machen am nächsten Tag und dachten am Anfang, wir brauchen 200, 300 Leute hoffentlich, damit wir ein bisschen auswählen können. Es haben sich 2500 Leute gemeldet und wollten da mitmachen. Denn wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt alleine mit dem Fahrrad fahren und so eine Messung machen, was heißt denn das? Der Freund, der da gefahren ist, ist 1,90 Meter groß, der ist 29, der hat ein Rennrad, ist relativ sportlich, der fährt sicher nicht so, wie alle Menschen fahren. Denn wir sollten ja eigentlich was sagen können, wie das wirklich so im Durchschnitt ist. Also dachten wir, wir benutzen so die Methode von Crowdsourcing und Citizen Science und verteilen die Dinger
Und zwar 100 Stück haben wir gebaut. Wir haben die selber gebaut. Ich zeige euch noch gleich ungefähr, wie das aussah. Und haben die verteilt. Weil sich so viele Leute gemeldet haben, nämlich 2.500, konnten wir sagen, okay, wir verteilen 50 davon an Frauen, 50 an Männer. Ich glaube, es sind 51 Frauen, 49 Männer ungefähr so. Wir berücksichtigen den Berliner Altersdurchschnitt, also unsere Teilnehmergruppe entspricht dem Berliner Altersdurchschnitt. Wir haben aus allen Bezirken Leute, sogar fast gleich viel, entsprechend so ein bisschen der Bevölkerungsanzahl. Wir haben Leute mit Unfall, ohne Unfall und so weiter. Das heißt, wir haben eine sehr aufwendige Erhebung vorher in dieser Umfrage gemacht und diese Umfrage hat uns ermöglicht, dass wir sehr unterschiedliche Leute teilnehmen lassen konnten. Die fahren jetzt alle, die letzten seit 2 Wochen und fahren mindestens bis Ende des Monats. Ich zeige noch mal kurz, wie wir das so gebaut haben, weil ihr hier ja auch Sachen entwickelt und baut. Wir hatten das Glück, dass wir einen Coworking Space oder einen sogenannten Makerspace nutzen durften, Motion Lab Berlin. Die machen so neue Mobilitätssachen, selbstfahrende Sprintertransporter. Es gibt da so ein Fahrrad, was entwickelt wird, mit dem man 400 Kilo transportieren kann. Könnt ihr mal vorbeischauen, super nette Leute. Und die haben uns da irgendwie aufgenommen und angefangen, da arbeiten zu lassen. Da sieht man jetzt hier unsere Volontärin Helena, die jetzt bald richtig bei uns anfängt. Die hat in ihrer Zeit sehr gut löten gelernt und kann das inzwischen besser als wir alle. Wir haben dann aber irgendwann natürlich gemerkt, dass es sehr schwer wird, per Hand diese 100 Gehäuse zum Beispiel zu bohren. Denn diese Plastikgehäuse spritzen lassen für 100 Dinger geht nicht. Also haben wir zum Glück irgendwann rausgefunden, dass die CNC-Fräse, die da steht, die seht ihr jetzt da unten rechts, eigentlich auch Löcher in Plastikgehäuse bohren kann. Und nachdem uns das jemand erklärt hat, haben wir es dann immerhin hinbekommen, die letzten 60 Gehäuse nicht mehr mit der Hand zu bohren, sondern mit dieser CNC-Fräse. Auch dafür ein Riesentipp für euch, wenn ihr sowas mal habt. Diese Makerspaces in Berlin sind wahnsinnig gut dafür, weil man dieses ganze Werkzeug hat und man da hingehen kann. Und gerade wenn man was Einfaches hat, findet man da oft jemanden, der einem da auch einfach mal so hilft, ohne jetzt irgendwie groß Geld machen zu wollen. Ich kann inzwischen ganz gut mit so einem Lasercutter umgehen. Damit kann man auch sehr viele interessante Sachen machen. Also wenn ihr mit sowas wie Illustrator umgehen könnt oder anderen Dateien, die Pfade erzeugen, dann könnt ihr ziemlich viele Sachen schneiden. Man kann aber mit einem Lasercutter nicht nur schneiden, sondern auch gravieren oder Sachen irgendwo reinmalen. Es geben sich da ziemlich viele Möglichkeiten, die vielleicht in euren Projekten auch noch interessant sein könnten. So, was der aktuelle Stand. Wir haben jetzt 110 von den Dingern gebaut. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind unterwegs. Die haben schon 1.700 Fahrten hochgeladen. Wir haben über 12 Millionen Abstandsmesspunkte gesammelt und hoffen, ja, damit mindestens auf 10.000 Kilometer zu kommen bis Ende des Monats, was gerade ganz gut aussieht. So, die Fragen, was wir damit rausfinden wollen, hängen da noch als letztes. Wir wollen natürlich herausfinden, wo in der Stadt wird man am engsten überholt. Gibt es Unterschiede nach Geschlecht und Fahrertyp, wie man überholt wird? Werden Fahrer mit Helm enger überholt als solche ohne? Es gibt nämlich eine verrückte Studie, die das behauptet. Es wäre interessant herauszufinden, ob das stimmt. Und natürlich, ob der eigene Fahrverhalten zusammenhängt mit wie eng man überholt wird. Das war's schon und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Willst du die Frage nochmal für den Screen wiederholen? Okay, kein Problem. Also da kam die Frage, wo finde ich das Ergebnis und wann? Wir werden schon in den nächsten Tagen so einen ersten Zwischenstand veröffentlichen, damit auch die Leute, die mitmachen, sehen, wie viel sie so schon gefahren sind und wo in der Stadt schon gefahren wurde. Wir stellen dann auch mal ein paar Leute vor, die da mitmachen, weil es ist ja ziemlich cool, dass so viele Leute da freiwillig mitmachen. Und dann werden wir im November, also wir arbeiten jetzt schon an dem Analyse-Workflow, das ist tatsächlich ziemlich schwierig, das auf dem Level zu machen und auch in entlegeneren Gebieten die genauen Geolocations zuzuordnen. Da sind wir gerade dran, kommen da ganz gut voran, aber das wird dann so den ganzen November über passieren, diese Datenauswertung. Und dann hoffe ich bis Jahresende die Endergebnisse wieder auf radmesser.de veröffentlichen zu können. Und das wird dann auch über die Twitter- und Facebook-Kanäle von uns und Tagesspiegel verteilt. Noch irgendwelche Fragen? Nein? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ansonsten, ich glaube, vielleicht, wenn es sich noch Fragen ergeben, bist du bestimmt auch noch.